Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem heutigen Webinar. Unser Thema heute ist Zertifizierung, Regeln, Richtlinien im Bereich Funk. Was gilt es zu beachten? Ihre Referenten heute sind zum einen mein Kollege Manfred Schommerz. Er ist Internal Support Engineer unserer Division Wireless Connectivity and Sensors und er wird heute den Vortrag halten. Dann haben wir im Hintergrund unsere Kollegin und unsere Hardware-Ingenieurin, die Gudrun Eckert. Sie ist ebenfalls aus dem Bereich Wireless Connectivity and Sensors und unsere technische Expertin im Hintergrund, die auch die Fragen beantworten wird. Mein Name ist Regina Fingerhut. Ich bin Marketingmanagerin ebenfalls der Division Wireless Connectivity and Sensors und ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar allgemeine Infos zu unserem Webinar heute. Die Dauer wird ungefähr 30 Minuten in Anspruch nehmen. Im Anschluss daran starten wir noch eine Frage- und Antwortrunde, die etwa eine Viertelstunde dauern wird. Sollten nicht alle Fragen in dieser Zeit beantwortet werden können, ist das überhaupt kein Problem. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an isos-webinar@we-online.de. Und sollten wir es nicht schaffen, in den 15 Minuten alle Fragen zu beantworten, schreiben auch wir Ihnen eine E-Mail. Es wäre sehr schön, wenn Sie uns bei der Optimierung unseres Webinars unterstützen würden und wir freuen uns auf Ihr Feedback zum Ende der Veranstaltung. Die Aufzeichnung des Webinars ist einen Tag später auf unserem YouTube-Kanal unter Würth Electronic Group und auf unserer Homepage unter www.we-online.de/webinare verfügbar. Während des Webinars sind Sie selbst stumm geschaltet, Sie können aber jederzeit Ihre Fragen über unsere Chatfunktion an uns schicken. Nun leite ich über zu meinem Kollegen Manfred Schommerz. Ja, nochmal einen schönen guten Morgen an alle. Ja, schönen Dank nochmal auch an Regina Fingerhut für die Einführung und dann auch an meine Kollegin hier, die Gudrun Eckert, die neben mir sitzt und dann die Chatfragen beantworten wird und vielleicht hoffentlich zwischendrin auch noch hier und da ein bisschen behilflich sein wird mit einer oder anderen Frage. Ja, das Thema heute Morgen Zertifizierung, Regeln und Richtlinien im Bereich Funk. Was gilt es zu beachten? Und wir können gleich mal loslegen. Die Übersicht ganz kurz zusammengefasst. Die Einführung haben wir ja schon gesehen. Wir wollen so ein bisschen ein, zwei Sätze zur Geschichte verlieren. Die EU und die RED. Die Radio Equipment Directive ist natürlich immer Gespräch. Dann haben wir den Begriff harmonisierte Normen. Wir haben ETSI, also European Technical Specifications Institute, spielt eine große Rolle. Den Begriff Konformitätserklärung werden wir kurz behandeln. Auch Zertifizierung und am Ende unsere Mehrwerte. Ja, fangen wir ganz kurz an mal mit der Geschichte. Was ist denn hier so eigentlich alles passiert? Und zwar fing das ursprünglich schon mal an mit den Herren Maxwell, Hertz und Marconi. Das waren die ersten großen Forscher, die in diesem Bereich Funktechnologie überhaupt unterwegs waren. 1906 war die erste Rundfunkübertragung, amtliche Rundfunkübertragung. Und dann kamen natürlich die Wirren des Ersten und Zweiten Weltkrieges. In dieser Zeit hat sich sehr viel getan in Bezug auf Funkkommunikation. Aber so richtig los ging erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Interessant ist nur, dass oder zu wissen, dass in Deutschland in der Zeit von den Alliierten alle Funkausrüstung inklusive sogar Flugtauben beschlagnahmt wurden, sodass sich erstmal gar nichts tat. Aber dann die Amateure ganz schnell gemerkt haben, es muss eine Gesetzgebung her. Aus Angst vor des Grundgesetzes der neuen Bundesrepublik Deutschland, haben sie etwas Druck gemacht und so kam es dann auch zu der berühmten Backsteinaktion, weil es für die Amateure nicht schnell genug ging. Jeder hat einen Backstein zur Untermauerung an die Behörden geschickt und die Behörden durften am Ende diese Backsteine mit LKWs transportieren. Ganz interessant mal zu forschen. Dadurch kam natürlich auch das erste Amateurfunkgesetz in Deutschland sogar zustande 1949 vor dem Grundgesetz. Interessant zu wissen. 1993 dann die Gründung der EU und damit dann 1999 auch das erste, sagen wir, große Funkgesetz, Radio and Teletype Equipment, RTTE, das inzwischen natürlich überholt wurde von dem RED in 2014.
Das ist in Kraft getreten Juni 2016. Es gab eine Übergangsfrist von einem Jahr und dieses endete dann bereits am Juni 2017 im letzten Jahr. Ja, worum geht es eigentlich hier? Wir brauchen unsere Zertifizierung für die Produkte, die wir auf den Markt bringen wollen. Und zwar die ganzen Funkmodule. Die Funken müssen erstmal angenommen, zertifiziert, genormt und bestimmten Regeln und Richtlinien entsprechen und diese Regeln einhalten. Ja, dazu brauchen wir diverse Zertifizierungen. Zum Beispiel in Europa durch die CE-Norm. In Nordamerika sprechen wir von FCC und in Kanada von IC. Natürlich gibt es dann auch für Japan ARIB. Wir haben für unsere Module alle die CE- und FCC-Zulassung und sehr viele auch die IC und einige auch ARIB. Ja, ich habe eben schon genannt, um ein Produkt auf den Zielmarkt zu bringen und zu vertreiben, brauchen wir natürlich die Regeln der einzelnen Länder. Und hier haben wir mal eine Karte aufgeführt zu den Regionen, die Zielmärkte der ganzen Welt. Und zwar haben wir hier eine Übersicht, kurz zu erwähnen. Wir haben hier unten links die CE in Grau. Das sind die europäischen und europabezogenen Gebiete. Noch sehr wichtig dazu sind die FCC, dunkelgrau. Das ist natürlich für Amerika. Und dann sehen wir auf dieser Karte noch einiges andere an Regionen. Die meisten Länder lehnen sich an die CE, sprich RED-Zulassung oder RED-Norm und FCC für Amerika. Eine interessante Karte. Es gibt so ein paar Ausnahmen wie Russland und dann Brasilien. Die haben ihre eigenen Regeln, aber trotzdem sehr schwer angelehnt an den europäischen Normen. Und wenn man dann entweder FCC und CE hat, dann hat man eigentlich für fast jedes Land die Normen erfüllt. Wenn Sie mich jetzt fragen nach Uganda, ja, ich habe keine Ahnung, welche Regeln und Gesetze dort gelten, aber da müssen Sie einfach mal vor Ort nachfragen, was denn zutrifft. In der Regel wird aber auch dort entweder CE oder FCC akzeptiert. Schauen wir uns ein bisschen näher die europäischen Länder an. Ja, hier nochmal die Karte, Überblick der EU und ja, im Augenblick alle EU-Staaten, die mit teilnehmen und an diesen Normen, die dann mit der RED spezifiziert werden, halten sich diese 28 Länder, bald eigentlich nur noch 27. Und dann gibt es noch so 3, 4 Länder hier in grün markiert. Da sind die EFTA-Länder, European Free Trade Association, die halten sich auch an diese Funknormen. Das heißt Norwegen, Island, die Schweiz und ganz klein darüber der kleine Staat Liechtenstein. Das sind die 4, die noch dazukommen. Ja, Sie können einfach diese Karte mal anschauen. Das ist alles auch zu finden im Internet unter europa.eu. Interessant zu wissen, einfach aus dem Grund, weil wenn Sie in diesen Gegenden oder Gebieten Ihre Module dann verkaufen wollen, wenn Sie dann der RED entsprechen, ist das in Ordnung und Sie dürfen Ihre Produkte dort vertreiben. Das war der kurze Überblick zu dem Geltungsbereich der RED. Schauen wir uns mal an die ganzen Regeln und Richtlinien. Und hier habe ich hingeschrieben, worum geht es? Worum handelt es sich hier eigentlich? Weil eigentlich diese ganze Frequenzbänder ein gemeines Gut ist und ja, alle beschränkt sind, müssen wir uns an Regeln halten. Und hier fallen die folgenden Begriffe, die harmonisierten Normen, Zertifizierung, Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung. Und zwar ist das so, dass wir für alle Geräte, die senden und empfangen, also alle funkrelevanten Geräte, irgendwo eine Kennzeichnung benötigt wird, die dann der RED-Norm entspricht oder für Amerika die FCC. Und das sind nicht nur Sender, sondern auch Empfänger, GPS-Empfänger, Bluetooth-Empfänger. Dies wird dann von der Bundesnetzagentur auch kontrolliert und vorgeschlagen. Wir schauen einfach mal weiter. Ja, europaweit haben wir natürlich jetzt eine Behörde, und zwar die European Commission. Die sitzt in Brüssel und hier wird dann zusammengefasst europaweit die ganzen Regeln oder Regularien, die wir brauchen. Und ganz wichtig für uns in unserem Bereich Funkmodule ist natürlich das Radio Equipment Directive. Da sehen Sie unten drunter, ich habe hier mal aus der
Homepage runtergeladen, das Radio Equipment Directive 2014/53 von der EU. Sie können das genau durchlesen und dort gibt es dann viele Regeln und Richtlinien, wie und was alles einzuhalten ist zu diesem Produkt und was zu machen ist. Wie gesagt, ja, das RED gilt seit 13. Juni 2016 und es gab so ein Jahr Übergangsfrist. Ich schaue mal weiter auf die nächste Folie. Und zwar haben wir hier dann, ja, Radio Equipment Directive. Früher gab es natürlich nur das RNTTE, das Radio and Teletype Equipment, was natürlich mittlerweile nicht mehr gilt. Es wurde ersetzt. Und ja, deswegen habe ich hier ein schönes Kreuz durchgezogen, rot. Wir haben natürlich jetzt das RED. Viele dieser Themen, die hier alle schon mal gelistet wurden, auch in unserem letzten Webinar, sind natürlich schon ja, alter Hut, old hat. Und hier wollte ich einfach vielleicht mal kurz fragen, wie sieht das denn heute aus mit dem RED? Meine Kollegin, die Frau Eckhardt, also Gudrun, wenn ich sagen darf, hat hier vielleicht mehr Informationen. Ich will einfach mal kurz fragen, Gudrun, kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen zu dem RED und dem jetzigen Stand? Ja, am liebsten wäre ich dir ja schon ins Wort gefallen, als du alter Hut gesagt hast. Leider ist dem nicht so. Anderthalb Jahre nach Beendung der Transition-Periode sollte man meinen, es ist alles erledigt. Das ist nicht so. Zum Stichtag waren gerade mal die Standards bezüglich der Spektrumanforderungen bezüglich des Paragraphen 3.2 der RED harmonisiert und auch im Official Journal veröffentlicht. Bis heute sind die Normen für die elektromagnetische Verträglichkeit nicht endgültig fertig. Die liegen als Dwarfed oder als Final Dwarfed vor und sind noch nicht harmonisiert. Bei der Safety und Health ist es nochmal anders. Da ist zwar die Norm rechtzeitig fertig geworden, allerdings ist die Übergangsfrist nochmal verlängert worden bis Ende 2020. Ja, recht schönen Dank, Gudrun. Sie sehen also, es gab da einige Verzögerungen. Auch bei der EMV-Verträglichkeit ist alles noch nicht im grünen Bereich. Schauen wir mal weiter. Dieses ist ein kurzer Ausschnitt aus eins der Dokumente, und zwar dem Radio Equipment Directive. Und zwar ganz wichtig aus diesen vielen Seiten der Legislation. Artikel 3, Essential Requirements. Und dies sind wahrscheinlich so die drei Hauptpunkte, die wir uns hier merken müssten. Ich habe sie hier ein bisschen gelb markiert. Und zwar Punkt 1, Radio Equipment shall be constructed so as to ensure. Also die Radiogeräte müssen den folgenden Bedingungen entsprechen und dafür gibt es dann jeweils noch weitere Normen. Punkt 1a ist hier wichtig, Health and Safety of Persons and of Domestic Animals. Hier ist sogar neu hinzugekommen, Domestic Animals bei der RED und das betrifft im Prinzip dann auch die EN 301-489 oder 623-68. Punkt B, 1b, Electromagnetic Compatibility. Das betrifft dann auch die 301-489. Und ganz wichtig, wahrscheinlich noch am wichtigsten, ist Punkt 2 unten. Radio Equipment shall be constructed that it both effectively uses and supports the efficient use of radio spectrum. Also das Radiospektrum, das Frequenzband, muss effektiv benutzt und eingesetzt werden und darf nicht stören. Und diese ganzen Regeln werden dann unter der Norm 328 oder 30440 oder sehr wichtig die 300-220 auch besprochen. Aber dazu haben wir gleich noch ein bisschen mehr Informationen. Diese eine Seite wollte ich hier rausholen aus dem RED und ich sehe ganz zufällig, das RED wurde unterschrieben von einem ja in Deutschland bekannten Politiker, der Martin Schulz, der zu der Zeit 2014 in Brüssel tätig war an der EU, mittlerweile in Deutschland politisch engagiert war, aber da höre ich auch recht wenig. Der ist wohl nicht mehr sehr aktiv. Schauen wir uns weiter die nächste Folie. Und zwar die harmonisierten Normen. Die Europäische Kommission mit den CE-Kennzeichen haben eine besondere Bedeutung und ja, fördern die allgemeinen Interessen. Sie beauftragt das Erstellen der harmonisierten Norm.
Und damit können Hersteller und andere Wirtschaftsteilnehmer oder Konformitätsbewertungsstellen anhand harmonisierter Normen nachweisen, dass ihre Produkte dann den EU-Rechtsvorschriften entsprechen. Also wir müssen diese Normen einhalten, damit wir das Frequenzband richtig benutzen, nicht stören und so weiter. Hier haben wir die harmonisierte Norm. Wer erstellt diese harmonisierten Normen eigentlich? Ja, jetzt sind wir auch schon bei dem nächsten Thema, die ETSI oder ETSI genannt, the European Telecommunications Standards Institute, ist zuständig für die Normierung im Bereich der Telekommunikation und die arbeitet auch zusammen dann mit der CENELEC und mit der CEN, um dann diese technischen Normen zu erarbeiten. Ja, wie gesagt, die ETSI ist dann zuständig für die europäische Normierung im Bereich Telekommunikation und die hat auch damals schon zu tun gehabt, unter anderem auch für die Normen bei der GMS oder UMTS oder DECT, SDR und so weiter. ETSI, ursprünglich ein französisches Unternehmen in Frankreich ansässig, die dann für die EU diese Regeln zusammenstellen und schreiben. Dieses ist die Folie, wo ich jetzt darauf hinweisen wollte. Diese ganzen Normen und Regeln sind alle im Internet anzusehen. Ich habe mal rechts oben eins mit ausgedruckt hier, mit reingezogen. So sieht eine Norm dann aus. Und in diesem Fall die 302.20 ist mit die wichtigste, betrifft die Short Range Devices Operating in the Frequency Range 25 MHz to 1000 MHz, also 1 GHz. Technical Characteristics, Methods of Measurement. Und darin werden dann diese ganzen Richtlinien und Normen beschrieben. Links habe ich jetzt kurz zusammengefasst noch einige andere wichtige Normen und Regularien, ohne jetzt sehr viel in Detail reinzugehen. Die 220 haben wir genannt. Dann gibt es die, wenn ich es jetzt hier zeigen darf, die 301489. Die betrifft die EMV-Regularien, aber auch für 2,4 GHz die 300-440 unter Artikel 3.2. Und ja, ganz interessant auch noch, und da will ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, ist hier die EG 203-367, Multi-Radio and Combined Equipment. Das ist auch so ein bisschen Neufeld, gerade jetzt für die RED. Da kommen so einige neue Interessantheiten dazu, sprich Multi-Radio and Combined Equipment. Ich wollte jetzt kurz noch mal rausziehen aus dem Annex B zu dem 302.20. Hier ist eine Tabelle und die hat sich wahrscheinlich inzwischen auch schon wieder ein bisschen korrigiert. Wenn Sie oben schauen, die Frequenzbänder in diesem Bereich hier für 868 zum Beispiel, sind dann in Bänder M, N, O, P, Q und R unterteilt, die dann für bestimmte Frequenzen auch bestimmte Maximum-Ausstrahlungswert haben, alle im Bereich 25 Milliwatt, aber es gibt hier auch eine Ausnahme, 500 Milliwatt, da sind 27 dBm und dann wieder 5 Milliwatt, hier ist noch einmal 25 Milliwatt. Die Sendeleistung, das sind total der Regularien, aber die Liste können Sie dann selber ansehen. Der Begriff Duty Cycle, den wollte ich nur kurz erwähnen. Bei diesen ganzen sogenannten Short Range Devices ist natürlich eine der Begrenzungen auch der sogenannte Duty Cycle. Pro Stunde die erlaubte Maximum Sendezeit. Und weil das ja gedacht ist für IoT oder Messwerte zu senden, ist hier im Prinzip sehr oft der Wert 1%, manchmal sogar minus 0,1% oder auch 10%. Und da können Sie sich die Liste anschauen. Die Sendezeit, die erlaubte Duty Cycle, kann aber auch ergänzt werden durch ein sogenanntes Listen Before Talk. Das ist hier LBT oder Adaptive Frequency Availability. Schönen Dank, Gruno. Das einfach, ja, schaut, wie und ob das Band gerade frei ist und dann kann man es auch mehr als diese 1% unter Umständen verwenden. Das ist so ein bisschen kurz zu dieser Tabelle, Annex B. Schauen Sie dort mal rein. Ich hatte eben erwähnt,
die 203.367 Multi-Radio. Ich habe eine Folie und zwar bringt dies ganz neue und interessante Problemchen oder Gedanken. Geräte, die wir nie gedacht haben, die unter diese RED fallen, wie zum Beispiel einmal Waschmaschinen oder Kühlschränke, die jetzt mit mal auch senden können oder Wi-Fi angebunden werden können. So gibt es auch große Landmaschinen oder sogar in diesem Fall sehe ich hier auch ein E-Bike, das unter Umständen auch unter diese Regularien fällt. Gudrun hat sich mal hiermit befasst. Gudrun, ich wollte dich mal kurz fragen, gibt es denn hier noch was Interessantes, das du hinzufügen möchtest oder kannst in Bezug auf diese EG-Norm 203.367? Ja, gut, also das hier ist keine Norm, sondern ein Guide, wie man dort verfährt. Und in der Vergangenheit wurde von den Funklaboratorien oft die Auffassung vertreten, sobald Funk in einem Gerät drin ist, fällt es nur noch unter die Funknorm. Das hat dann argumentativ so ausgesehen, wenn in ein Auto ein Radio reinkommt, ist das kein Auto mehr, sondern ein Funkgerät. So, spätestens seit dem Abgasskandal wissen wir alle, dass das nicht so ist. Wir müssen auch ein paar andere Richtlinien einhalten. Was ich damit sagen möchte, ist, man muss dann alle Anforderungen entsprechend miteinander verknüpfen. Im Detail, wenn Sie ein vorzertifiziertes, vorvermessenes Funkmodul einsetzen und sicherstellen können, dass es entsprechend der bereits abgetesteten Prüfung verwendet wird, ist damit der Funk bereits erledigt. Wenn das nicht so ist, fallen für das Endgerät nochmal Nachmessungen an. Ja. Delta-Messungen. Ja. Ah, okay. Recht schönen Dank, Gudrun. Also die Delta-Messung für dieses Guide oder die Richtlinie, die dann einfach diese Ungewissheiten versucht auszuräumen, wo denn jetzt was gemessen und bewertet werden muss. Schauen wir uns die nächste Folie an, und zwar Konformitätserklärung. Alle unsere Module sind getestet worden und so haben wir für unser Bluetooth-Modul zum Beispiel, und das habe ich hier mit eingeblendet, die EU-Deklaration of Conformity, also Konformitätserklärung. Das ist unser Bluetooth-Modul und so braucht man für diese Erklärung dann ein Zertifikat. Das kann man in Europa dann selbst erstellen und hier müssen dann bestimmte Informationen erhalten sein drin. Zum Beispiel der Hersteller des Gerätes, Gerätename. Ich sehe natürlich ganz rechts oben, der AMB 2621 ist der ältere Name. Das heißt inzwischen dann die Norm, den Namen, den Sie hier auch sehen, mit einer Bestellnummer, unser Bluetooth-Modul. Und nach diesen ganzen Normen wurde dann geprüft und getestet, so dass wir sagen können, unser Modul entspricht den EU-Normen. Aber auch haben wir dann die FCC-Compliance-Statement für das gleiche Gerät und auch IC für Kanada oder für Japan haben wir auch die ARIP Declaration of Conformity. Das ist einfach mal so ein paar Begriffe und wenn wir dann irgendwo etwas nicht hätten, dann kann man es auch noch immer auf Nachfrage beantragen und nachreichen. Aber die zwei großen haben wir auf alle Fälle für alle Module von uns. Ja, einfach mal zum nächsten Schritt hier. Was heißt denn Zertifizierung? Diese Richtlinie schaffte einen Rechtsrahmen für die Inverkehrbringung von Funkgeräten. Und das hat natürlich zu tun damit, dass dieses Frequenzband limitiert ist. Also wir müssen zusammen existieren. Und die ansteigende Anzahl von Funkgeräten, die eine immer dichter benutztes Funkspektrum erzeugen, muss genau gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Und hierzu haben wir natürlich in Europa dann verschiedene aggregierte Testlabore, die das prüfen und testen können. Einmal nach der EU-Norm, aber viele europäische Testlabore können auch für FCC oder ARIP oder IC testen und haben dann die Voraussetzungen, um dies dann für FCC auch machen zu können. Ja, für diese Zertifizierung oder Konformitätserklärung und Richtlinien habe ich hier vielleicht nochmal kurz aus unserem Handbuch hier zusammengefasst. Diese ganzen Zertifikate sind bei uns hinten im Handbuch auch immer zu finden.
und können auf Anfrage natürlich auch noch bei uns erfragt werden. Die Testreports können wir auch zur Verfügung stellen, so dass Sie am Ende dann diese Normen und Informationen auch haben. Wir empfehlen natürlich immer noch am Ende Ihr Gerät nochmal nachzuprüfen, um auch zu prüfen, ob dann alle Normen eingehalten werden, die wir dann vorab schon getestet werden. Beim Einbau des Endgeräts können natürlich immer noch vielleicht Richtcharakteristiken sich ändern oder kleine Einflüsse haben. Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, wie funktioniert das für die CE-Norm? Und zwar hier, wenn Sie sich erinnern, haben wir in Artikel 3.1a die Gesundheit und Sicherheit. Das ist die EN62361-1. Aber auch wichtig ist 3.1b, die EMV-Verträglichkeit. Und dann 3.2, die radiorelevanten Normen. Einfach mal kurz aufgelistet, wonach dann getestet werden muss. Die 344 rechts, das ist für den Bereich 1 GHz bis 40 GHz oder die EN-Norm 302.20, wo die bekannteste auch 425 bis 1 GHz und so weiter. Es gibt natürlich genauso diese Richtlinien auch für FCC und die habe ich auch ein bisschen versucht grafisch darzustellen, welche Regeln hier dann angewandt werden müssen. Natürlich für FCC, wie auch EMV und andere. Aber für den Radiobereich haben wir hier einmal den Part 15247 und Part 15203 für USA. Und das betrifft dann Breitband- und Frequenzsprungverfahren-Techniken für diese Module, für den amerikanischen Markt. Für die zweite Option hier eine reduzierte Sendeleistung. Da gibt es den Part 15249 und 15209, die dort relevant wären. Ich wollte einfach mal jetzt weiterschauen. Wir haben natürlich für unsere Module überall die RED-Zulassung von unseren akkreditierten Testlaboren. Anhand dieser Werte, die wir zurückbekommen, können wir dann ausschreiben und für unsere Module das Declaration of Conformity, diese Deklaration aufschreiben und das CE-Label oder Zeichen dort anbringen. Und wenn wirklich das Modul so klein ist, dass das genormte CE-Zeichen nicht drauf passt, dann kann man es auch in der Verpackung mit hinzufügen auf einen beigelegten Zettel. Also so haben wir dann für alle unsere Produkte auch eine Konformitätserklärung und dürfen diese auf den Markt bringen. Und Sie können unsere Testwerte auch anfragen und mitverwenden in Ihrem Endprodukt. Um diese ganzen Geräte zu testen, brauchen wir natürlich auch ein Funklabor mit entsprechenden Geräten, damit wir diese ganzen Normen und Richtlinien einhalten. Und hier habe ich sehr viele hübsche Instrumente, Analyzer, Generatoren und so weiter. Hier könnte ich vielleicht mal kurz meine Kollegin Gudrun nochmal fragen, die hiermit täglich zu tun hat und damit arbeitet. Worum handelt es sich denn hier bei diesen Messgeräten? Also interessant in Bezug auf die Erfüllung der Radio Equipment Directive sind hier vor allen Dingen einmal der Spektrum-Analyzer, mit dem die Sendeanforderungen überprüft werden können, zum Beispiel Ausgangsleistung, Bandbreite, Nachbarkanalleistung oder auch Störausstrahlung. Und das zweite Gerät, was interessant ist, ist hier der Signalgenerator. Seit der Umstellung von A und TTE auf die RED haben wir ja überall auch Anforderungen bezüglich der Empfängerqualität. Ja, Gudrun, recht schönen Dank. Also alles teure, gute Geräte, die man benötigt, um dann auch diese Tests durchzuführen. Das nächste Thema für diese Testumgebung, damit man nicht von draußen gestört wird, habe ich hier nochmal kurz eine Folie. Funklabore, was passiert denn dort? Und hier sehen wir immer wieder diese sogenannten Absorberkammer oder auf Englisch Anechoic Chamber. Die bieten uns einfach die Möglichkeit, bei diesen Testen jegliche Störung von draußen auszuschließen, Funkstörung von draußen, aber auch, dass Funkstörungen von irgendwo reflektiert werden oder nach draußen gelangen. So hat man eine homogene
Umgebungen, in denen man dann diese Geräte testen kann, sind natürlich aufwendig und teuer, aber es ist immer interessant zu wissen, die ganzen aggregierten Testlabore haben immer irgendwo ein Anechoic Chamber, wo dann diese Module auch getestet werden, ob sie wirklich dann den Normen und Richtlinien entsprechen und auch ja, zum Beispiel Werte wie Sendeleistung eingehalten werden. Ja, wir nähern uns so langsam dem Ende hier. Ich achte so ein bisschen auf die Uhr und beobachte, was sich so auf dem Bereich der Chats tut. Unsere Mehrwerte, wir haben natürlich nebst unseren Modulen auch Evaluation Boards, um diese Module alle zu testen und in Betrieb zu nehmen. Ganz interessant für die, die es interessiert, wir haben auch einen Ember Pi, der auf den Raspberry Pi aufgesetzt wird. Ein Board, womit man auch eins unserer Funkmodule recht schnell in Betrieb nehmen kann und testen mit der Unix-Umgebung, die dann auch auf dem Raspberry Pi läuft. Schauen Sie auf unserer Homepage mal rein. Wir bieten Ihnen auch Individualisierung von Software, je nach Anspruch und Bedarf. Wir unterstützen in Bezug auf Zertifizierung. Unsere Module sind alle zertifiziert. Wir haben sehr oft, auf alle Fälle in Deutschland, aber auch in Europa, Field Sales Engineers vor Ort, die dann unterstützen und Rat geben können, an denen Sie sich immer wenden können. Und natürlich ganz wichtig, ganz zuletzt, unsere Dokumentation mit Handbüchern, die jedes Modul beschreibt und die CE-Zertifizierung oder Normierung, das Declaration of Conformity, finden Sie hinten im Handbuch auch drin. Ja, sonst bei Fragen gerne weiter in uns chatten und dann unter Umständen auch im Nachhinein unser Field Sales Engineer vor Ort fragen. Ich glaube, in diesem Punkt sind wir dann so auch ziemlich am Ende angelangt. Wir haben versucht, alles zusammenzufassen, was ich denn brauche, um ein Funkmodul wirklich in Betrieb nehmen zu können. Wenden Sie sich an Ihr Testlabor in Ihrem Bereich oder Umgebung. Nehmen Sie unsere Informationen mit und der Rest dürfte dann kein großer Akt mehr sein. Sie können dann so Ihre Produkte mit den CE-Normen versehen und können auf den Markt gehen. Ich bedanke mich an diesem Punkt für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde hier jetzt gerne noch fragen, dass Sie sich einfach nochmal, wenn Sie weitere Fragen haben, an den Chat-Funktion wenden. Stellen Sie gerne Ihre Fragen. Ich werde noch ein bisschen dranbleiben. Lass das hier so stehen. Ich muss jetzt so langsam rüberschwenken und schauen, was sich hier so in dem Chat-Forum auch noch tut. An diesem Punkt dann erstmal recht schönen Dank an alle Teilnehmer, auch an Gudrun und an Regina für die Regie. Und ja, bleiben Sie dran, einen Augenblick nochmal. Ja, ich beobachte hier so gerade die Regie im Hintergrund, auch so Chatfragen eventuell. Das wäre hier noch eine Frage, die reingekommen ist, die wollte ich einfach kurz mit Ihnen teilen. Muss für Bluetooth noch speziell was beachtet werden? Zum Beispiel Bluetooth SIG. Vielleicht können wir hier nochmal kurz Gudrun fragen. Was hättest du hier? Hast du noch Informationen dazu, Gudrun? Also bezüglich Bluetooth ist es ein komplett neuer Vorgang. Auch dort gibt es natürlich Anforderungen, die sich auf den Funk beziehen. Allerdings hat das nichts mit der RED zu tun. Dort muss man also separat betrachten. Jeder braucht ein Listing, auch wenn man ein vorzertifiziertes Modul verwendet. Und gegebenenfalls sind außer dem Listing auch noch Konformitätsmessungen nötig. Ah, okay, recht schönen Dank. Ja, also bei Bluetooth ist natürlich dann auch die Bluetooth-SIG im Spiel. Da müssen Sie darauf achten. Ja, das scheinen auch so die Fragen hier eigentlich zu sein. Vielleicht habe ich hier nur kurz, sehe ich hier den Unterschied zwischen ISM und SRD, was das denn eigentlich heißt. Im Prinzip ISM, Industrial, Scientific and Medical, sind eigentlich alle Module oder Frequenzen, die dann lizenzfrei sind. Im Gegensatz zu SRD, Short Range Devices, das betrifft Geräte, die wirklich dann mit geringer Leistung senden dürfen, überlappt sich Großteil mit dem ISM-Bereich, aber nicht komplett. Deswegen die Short Range Devices sind wirklich dann gerade auf 868 oder 433 Geräte, die dann in der Sendeleistung begrenzt sind, etwas anderes wie der ISM-Bereich. Vielleicht noch interessant, in diesen Frequenzbändern gibt es natürlich auch noch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel für die Funkamateure
oder dann auch für Forschungszwecke gibt es da Ausnahmen. Das ist aber auch in der RED dann beschrieben. Oder dann militärische oder für die Flugzeug- oder Schifffahrt gibt es dann auch noch immer Ausnahmen. Ich beobachte jetzt gerade unser Chat hier, werde mal ein bisschen noch weiter mich mit dem Chat befassen. An diesem Punkt ist wahrscheinlich jetzt, glaube ich, alles so gut zusammengefasst. Liebe Zuhörer, ich mache dann hier erstmal Schluss mit dem Audio und bleibe noch weiter dran. Bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Noch eine kurze Info von meiner Seite. Hier ist nochmal Regina Fingerhut. Wir beantworten auch die Fragen, die wir jetzt in der Zeit im Chat nicht mehr beantworten können, auf jeden Fall auch im Nachhinein noch per E-Mail. Das nur als Info. Wir bleiben noch ein paar Minuten dran, dass wir die Fragen jetzt, was noch möglich ist, im Chat auch beantworten. Ansonsten erhalten Sie eine E-Mail von uns.